So, ihr Lieben, der erste Liebesbrief. Der erste Liebesbrief Jesu an uns, den finden wir in der Offenbarung im Kapitel 2, Vers 1, wenn ihr das nachlesen wollt. Und wie gesagt, ich lege es einmal nicht historisch aus. Es geht um Ephesus, um die erste Christenheit. Das könnt ihr euch anschauen auf meinem YouTube-Kanal unter der Playliste Die Offenbarung. Ich möchte es ganz besonders seelsorgerlich auslegen und euch sagen, es gibt in der Gemeinde 7 Christentypen. Und dieser Christentyp, den er jetzt mit seinem Liebesbrief anschreibt, ist der Ephesus-Typ. Es ist der wünschenswerte Christ. Es ist der Christ, der neu getauft ist, der begeisterungsfähig ist, der sozusagen mit seinem ganzen Herzen bei Christus ist. Du kannst dich selber fragen, bin ich ein Ephesus-Christ? Jesus sagt, das ist ein wünschenswerter Zustand. Ephesus heißt übersetzt wünschenswert. Und dieser wünschenswerte Zustand, den sollten wir eigentlich haben und behalten. Es geht also darum, dass Jesus sich hier in diesem ersten Liebesbrief richtig vorstellt. Und er sagt, schreibe, Vers 1, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner rechten Hand, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Jesus ist mitten unter seinen Gemeinden. Jesus ist mitten unter seiner Gemeinde, denn die Gemeinde ist ein Symbol, ein Licht. Die Bibel spricht von einem Leuchter. Und das erinnert uns an die Zeit, wo Jesus gesagt hat, in Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16, ihr seid das Licht der Welt. Er gibt natürlich uns sein Licht, denn Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin das Licht der Welt. Und wenn Jesus das Licht in mein Herz hineinscheint, dann bin ich auch ein Licht. Nämlich ich trage das Licht Gottes, die Liebe Gottes zu den anderen Menschen. Ich trage sie weiter. Ich bin ein Leuchter. Und das ist sehr wichtig. Die Bibel sagt uns in Jesaja 49, Vers 6, er sagt hier, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, auf dass du seiest mein Heil bis ans Ende der Erde. Das heißt also, wir sind ein Lichtträger, ein Leuchter, könnte man sagen. Und jetzt spricht Jesus zu diesem Leuchter Ephesus, denn es gibt ja 7 Leuchter, unter denen er wandelt, also 7 Gemeinden. Er spricht zu diesem ersten Leuchter, ich hab dich lieb und ich schätze dich, denn dein Zustand ist ein wünschenswerter Zustand. Du bist ein Ephesus-Christ, ein begeisterter Christ, ein Christ, der in der ersten Liebe ist, vielleicht auch gerade erst kurz getauft und du hast sozusagen mein Feuer in deinem Herzen drinnen. Das ist das, was eigentlich wünschenswert ist. Ausdrückt. Du bist ein Licht für die Heiden, für die Menschen, die nicht Gott kennen, und er möchte gerne, dass du dieses Licht nicht unter den Scheffel stellst. Was macht man mit einem Licht? Man stellt es hoch auf, damit es leuchtet und den ganzen Raum erfüllt. Oder wer tut denn das schon, dass er das Licht unter einen Kübel stellt? Wird er nicht machen, weil das Licht dann nicht leuchtet. Und jetzt sagt er, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern lasst es leuchten. Ich bin bei euch. Ich bin mitten unter euch. Das sagt er, der hat die Engel und letztlich die 7 Sterne in seiner rechten Hand und er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Und jetzt in seinem Brief, in seinem Liebesbrief beginnt er, womit? Was haben wir gesagt? Womit beginnt er? Mit Lob und Anerkennung. Und so wollen wir auch den anderen ein Liebesbrief sein. Und wir wollen mit Lob und Anerkennung immer beginnen.
fängt immer an mit Lob und Anerkennung. Was macht er? Er sagt, Vers 2, ich weiß deine Werke, deine Arbeit, deine Geduld, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast geprüft, welche sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Du hast Geduld und hast um meines Namens willen viele Lasten getragen und bist nicht müde geworden. Das ist ein schönes Bild, ein wünschenswerter Zustand eines Christen, der für Gott lebt, der das Böse ablehnt, der prüft, ob das richtig ist, was der da sagt oder nicht. Es ist so wichtig, dass wir das alles in unserem Herzen aufnehmen, denn das ist ein wünschenswerter Zustand. Jesus möchte, dass du prüfst und nicht alles einfach nur so glaubst, was du so hörst. Denn es gibt auch viele falsche Lehren, es gibt auch viele falsche Propheten. Und es ist wichtig, dass du prüfst und das, was richtig ist, annimmst. Denn es hat damals auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, ich bin ein Apostel, und haben dann alles Mögliche verkündigt, was falsch ist. Und heute darf man ja fast nichts mehr glauben. Es ist ja alles fast gefälscht. Durch die künstliche Intelligenz kann man heute den Bildern auch nicht mehr glauben. Das ist alles gefälschte Bilder. Da siehst du Sachen, wo du denkst, wie gibt's denn das? Und in Wirklichkeit ist das nur eine Zusammenstellung von einigen Bildern und du glaubst, das ist echt. Bitte, alles prüfen, das Böse ablehnen, Jesus im Herzen tragen, brennend für ihn sein, das ist der wünschenswerte Zustand. Geduld haben, durchhalten, Ausdauer haben, nicht einfach gleich aufhören, wenn es nicht so funktioniert, wie es sein soll. Das sind alles Kennzeichen eines guten, wie soll man sagen, wünschenswerten Christen, der Geduld hat, der im Namen Jesu wirkt. Er hat hier den Namen Jesu nicht verleugnet. Um meines Namens willen hast du Last getragen. Das ist so ein wünschenswerter Zustand. Er macht alles im Namen Jesu. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, seid Ephesus Christen, seid in einem wünschenswerten, brennenden Zustand, begeistert für den Herrn. Macht alles mit Jesus, beginnt den Tag mit Jesus, beschließt den Tag mit Jesus und alles, was ihr macht, im Namen Jesu. Das ist so begeisternd und damit kann man sagen, ist er in der ersten Liebe und er liebt den Heiland. Um Jesu Namen willen hat er viel Last getragen, es hat viel Probleme gegeben, auch in seiner Zeit und die gibt es auch in deinem Leben. Wer hat keine Last zu tragen? Jeder hat so sein, man sagt, Binkerl, sein Koffer oder seinen Rucksack zu schleppen. Der eine dort, der andere da, jeder in seiner Weise. Aber der erste Christ, der glückliche Christ, der Ephesus-Christ, er trägt diese Last. Und er ist nicht müde geworden. Er hat immer wieder sich die Kraft von Jesus geholt, weil er ja seine Kraftquelle ist. Jesus ist ja eigentlich der, der uns führt und leitet. Also, er ist in einem wünschenswerten Zustand. Und jetzt kommt die Kritik. Christus muss aber auch sagen, lieber Ephesus Christ, es ist etwas anzumerken bei dir. Und er sagt, ich habe wieder dich, Vers 4, was ist jetzt das Problem bei ihm? Er sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen möchtest. Du bist auf dem Weg, die erste Liebe zu verlassen. Ja, was ist denn die erste Liebe? Ich bin jetzt 50 Jahre verheiratet und ich bin immer noch in der ersten Liebe. Das heißt jetzt nicht, dass wir so verliebt sind, meine Frau und ich, dass wir Schmetterlinge in dem Bauch haben. Die Schmetterlinge, die fliegen so ungefähr nach 2 Jahren vorbei, die fliegen weg. Dieses Verliebtsein ist nicht unbedingt die erste Liebe. Aber ich bin in der ersten Liebe, das heißt, meine Frau ist immer noch die erste, die ich geheiratet habe.
Das ist meine erste Liebe. Ich bin mit ihr noch immer zusammen. Wir haben auch einiges an Schwierigkeiten zu überwinden gehabt und einiges an Hürden zu überwinden gehabt und haben aber Geduld gehabt und sind festgeblieben in unserer ersten Beziehung. Wir sind noch in dieser ersten Liebe. Es ist auch insofern interessant, dass diese Liebe immer fester und immer stärker wird und immer tiefer wird. Auch wenn die Schmetterlinge weg sind, das ist ja nur ein Verliebtsein, das ist ja nur ein Gefühl, das nicht lange bleibt. Aber die wahre Liebe, die bleibt. Und so ist es auch im Christenleben. Du kannst also schon 50 Jahre getauft sein, aber immer noch in der ersten Liebe, weil du beim Herrn treu geblieben bist und nicht weggegangen bist. Weil du mit ihm vieles durchgemacht hast, Geduld gehabt hast, um seines Namens willen Last getragen hast. Das ist die erste Liebe. Vielleicht ist es nicht mehr so wie am Anfang, dass du so begeistert in der Bibel gelesen hast, mit hochrotem Kopf, was kommt da noch und was sagt mir der Herr noch? Aber, und das ist jetzt das Aber, Jesus möchte, dass du diese Begeisterung wieder bekommst. Er sagt, es kann sein, dass du im Laufe deines Lebens diese Begeisterung verloren hast für Jesus. Es wird einfach nur mehr so, wie soll man sagen, ein grauer Alltag. Ja, wir leben als miteinander, aber es fehlt diese Begeisterung, diese Hingabe. Und jetzt sagt er, du solltest das bitte ändern. Du solltest wieder in die erste Liebe kommen. Du solltest wieder zu dieser Begeisterung kommen. Und in seinem Liebesbrief sagt er nicht nur, dass du das ändern sollst, sondern er sagt dir auch, wie du das ändern kannst. Das heißt also, er gibt dir auch einen Rat. Nicht nur sagt er, das ist nicht in Ordnung, sondern er zeigt dir auch, wie du das ändern kannst. Und die Frage stellt sich heute, wie kann ich zurück zu dieser ersten Liebe kommen? Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Sendschreiben auch heute noch gilt, genauso wie alle anderen Sendschreiben. Und wenn man das nur historisch auslegt und sagt, Ephesus, ja, das ist die erste Christenheit, das erste Jahrhundert nach Christus, dann vergisst man diese Sachen und nimmt sie nicht für sich persönlich. Ich bin davon überzeugt, dass es auch heute noch dieses Liebesbrief, dass auch heute noch dieser Liebesbrief für mich gilt und dass der Rat auch für mich gilt. Zurück zur ersten Liebe. Wie komme ich zur ersten Liebe wieder zurück? Einige Dinge sagt er. Vers 5. Erstens, gedenke, wovon du gefallen bist. Zweitens, tue Buße. Und drittens, tue die ersten Werke. Drei Dinge sind's. Ist nicht so schwer. Wenn du also sagst, ich bin eigentlich nicht mehr so in diesem begeisternden Zustand als Christ. Erstens, gedenke, wovon du gefallen bist. Erinnere dich an die Zeit vor deiner Taufe. Erinnere dich an die Zeit, wo du angefangen hast, mit Begeisterung die Bibel zu lesen. Erinnere dich an die Zeit, wo du mit Freude in den Gottesdienst gegangen bist, weil du wieder eine Predigt hörst vom Herrn. Erinnere dich an die Zeit, wo du mit Jesus Erfahrungen gemacht hast und du so glücklich warst, dass du jetzt ein Christ bist. Denke daran. Diese Zeit kann wieder kommen. Und das mache ich auch in meiner Ehe so. Ich erinnere mich an die Zeit, ich habe jetzt vor kurzem wieder mal ein Bild mir angeschaut von meiner Frau, wie sie damals meine Freundin war. Ja, ich war sofort wieder verliebt. Ich habe gesagt, dieses Mädchen heirate ich sofort wieder auf der Stelle. Es ist einfach so schön. Das heißt also, du kannst, wenn du dich erinnerst daran, wie das damals war, umkehren und wieder dorthin kommen. Denn das, was einmal war, kann wieder werden. Das heißt also, erstens, gedenke, wovon du gefallen bist. Erinnere dich daran. Meine Gedanken, die sind eigentlich der Grund meines christlichen Lebens. Es beginnt in meinem Gedanken. Wo deine Gedanken sind, da ist auch dein Herz.
Und wenn deine Gedanken bei Jesus sind, dann ist auch dein Herz bei Jesus. Wem gehören meine Gedanken? Wem gehört der erste Gedanke am Morgen? Wem gehört der letzte Gedanke am Abend? Und während des Tages, wo sind deine Gedanken? Da ist auch dein Herz. Und es ist einfach so, dass ich auch heute noch immer wieder meine Gedanken auf der einen Seite mit Jesus habe. Ich beginne meinen Tag mit Jesus, ich ende meinen Tag mit Jesus. Und während des Tages bin ich mit meinem Heiland verbunden. Und alles, was ich mache, im Namen Jesu. Und genau dasselbe passiert auch bei der Ehe. Ich denke an meine Frau und in jede Minute, wenn ich Zeit habe, rufe ich sie an und plaudere ein paar Minuten. Und bevor ich mit euch jetzt geredet habe, habe ich sie angerufen. Es ist einfach schön, dass man miteinander ein Leben erleben kann, das ein Leben der Liebe ist. Solltest du das nicht machen, tue Buße. Buße heißt kehr um und lenke deine Gedanken wieder auf deinen Herrn. Und dann kommt noch das Dritte, tue die ersten Werke. Was hast du denn damals gemacht? Ja, damals hast du jeden Morgen in der Bibel gelesen, also mach's wieder. Damals hast du die Bibel unterstrichen und da dir wertvolle Gedanken herausgeschrieben, mach's wieder. Damals hast du gebetet mit ganzem Herzen, mach's wieder. Diese ersten Werke, mit Freude in den Gottesdienst zu gehen, die Lektion auszuarbeiten. Mach's wieder. Das sind die ersten Liebeswerke. Und die helfen uns, wieder zurückzukehren zu dieser Begeisterung, die ich auch noch nach 50 Christenjahren haben kann. Ich verliere sie nicht, weil ich immer wieder mit meinem Heiland Erfahrungen mache, immer wieder mit ihm verbunden bin, immer wieder erlebe, dass er auferstanden ist und dass er bei mir ist und seine erste Liebe auch mich heute noch bewegt. Das ist ein Liebesbrief. Er sagt, bitte, ich möchte gerne mit dir eine Liebesbeziehung haben. Und es ist halt im täglichen Auf und Ab, sind wir schneller mal mit Gedanken woanders, sind wir schneller mal gedanklich abgelenkt, aber du kannst es auch mit Jesus machen. Dein tägliches Tun. Du kannst mit Jesus dich frisieren, du kannst mit Jesus dich anziehen, du kannst mit Jesus essen gehen, du kannst mit Jesus dein Zimmer zusammenräumen, du kannst alles mit Jesus machen. Oder auch ohne ihn, das kannst du auch. Dementsprechend wird deine Liebe schwächer werden oder deine Begeisterung. Wenn du das aber mit Jesus machst, dann wirst du sehen, bleibst du in dieser ersten Liebe. Du tust die ersten Werke. Und die ersten Werke waren die, Vers 6, dass du die Werke der Nikolaiten hassest. Interessant. Die Nikolaiten kommen jetzt das erste Mal vor. Und das ist ein interessanter Gedanke. Nikolaus war ein Leiter einer christlichen Gemeinde. Und der Nikolaus, der hat eine falsche Lehre gebracht. Und die Gläubigen damals hatten den Nikolaus abgelehnt mit seiner Irrlehre. Und wisst ihr, was das für eine Irrlehre war? Er hat gesagt, du brauchst nichts tun, nur glauben. Kommt euch das bekannt vor? Du musst nur glauben, nichts tun. Ja, diese Irrlehre gibt es heute genauso. Diese Nikolaitenlehre, die bewegt auch unsere Gemeinden. Nur glauben, du brauchst nichts tun, die Werke sind nicht interessant. Gott aber sagt, halt, 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 zeig mir deinen Glauben in den Werken. Wir nennen sie Glaubenswerke, Liebeswerke, die nicht dazu da sind, um gerettet zu werden, sondern aus meiner Liebe, aus meiner Begeisterung heraus. Es ist wichtig, denn er sagt es ja, tue die ersten Werke. Das sind Glaubenswerke, die aus der Liebe kommen, nicht weil ich Leistung bewege und in den Himmel kommen möchte. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und die Leute damals hatten den Nikolaus mit seiner Irrlehre abgelehnt. Und wer in der ersten Liebe ist, der wird auch diese Irrlehren ablehnen und sagen, stopp, stopp, stopp. Der Paulus sagt es einmal, oder Jakobus sagt es einmal, zeig mir deinen Glauben
Ohne die Werke, es geht ja gar nicht anders. Der Glaube wird sich in Werken oder auch die Liebe in Werken zeigen. Also zeig mir deine Liebe, sagt der Herr Jesus, in deinen Werken. Und so kommt dieser Liebesbrief jetzt zum Abschluss, indem er sagt, ich habe etwas für dich, nämlich der Ausblick, den er uns gibt. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, Vers 7, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn du überwindest, wenn du Buße tust, wenn du umkehrst und sagst, ich möchte wieder zur ersten Begeisterung als Christ kommen, dann wirst du als Leuchter bleiben, dann wirst du neu geboren werden und vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht, essen. Das heißt also, du wirst mein Kind bleiben und im Paradies mit mir sein. Du wirst ewig mit mir zusammen sein. Ich werde dich nicht verstoßen. Die Folge ist also die Einkehr ins Paradies und letztlich die Heilung und das glückliche Zusammensein mit unserem geliebten Bräutigam für immer. Das war ja auch damals so, als du geheiratet hast. Wie glücklich warst du, mit deinem Bräutigam für immer zusammen zu sein oder mit deiner Braut. Und das ist auch das, was Jesus gerne möchte. Er sagt, meine Lieben, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch nicht zu dieser ersten Begeisterung bewegen könnt, weil ihr es nicht wollt, dann habt ihr mich nicht wirklich lieb. Und dann sagt er, muss ich euren Leuchter wegstoßen von eurer Stätte. Das heißt also, ihr seid dann kein Licht mehr in dieser Welt. Das wäre dann sinnlos. Unser Sinn in unserem Leben ist ja der, dass wir für Gott leben, dass wir ihn in die Welt tragen, so wie ein Leuchter das Licht in die Welt trägt. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Wenn du die erste Begeisterung nicht mehr hast, dann bist du eigentlich sinnlos. Und das ist das, was die meisten Menschen heute erleben. Die meisten Menschen haben keinen Sinn im Leben. Sie wissen nicht, warum sie da sind. Wir aber, die wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind, wir wissen, warum wir da sind. Wir sind ein Licht. Und zwar so lange, solange wir in dieser Welt leben. Und wenn du noch lebst, hast du eine Aufgabe. Und wenn du noch nicht gestorben bist, hast du eine Aufgabe, nämlich ein Licht zu sein, ein Licht der Liebe von Jesus zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die erste Begeisterung festhalten und ein Ephesus-Christ sind. Die Übersetzung heißt, ein wünschenswerter Christ sind. Ephesus heißt übersetzt wünschenswert. Ja, so war der Zustand im ersten Jahrhundert bei den Christen, aber so soll es bei uns auch sein. Heute, morgen und in alle Ewigkeit. Das wäre mein Wunsch und Gebet für euch heute. Hört auf den Liebesbrief, den euch der Heiland schreibt. Ich hab dich lieb. Ich möchte gerne, dass du umkehrst zur ersten Liebe. Amen. Amen. Lasst uns noch beten mitsammen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Liebesbrief an uns. Du bewegst uns und wir danken dir, dass deine Liebe unser Herzen erfüllt hat. Wie ein Licht soll es leuchten in uns und durch uns und wir möchten zurück zu dieser ersten Begeisterung, zu dieser ersten Liebe, die du damals in uns bewegt und erweckt hast. Schenk uns deinen Heiligen Geist und lass uns die Zeit, die du uns noch gibst hier auf dieser Welt, sinnvoll nützen. Ein Leuchter sein, ein Licht sein, dass die anderen, die mit mir zusammenkommen, diese Begeisterung erleben, dass die anderen, die doch nichts von dir wissen, in diese Begeisterung hineingenommen werden, dass du ihnen erzählen kannst oder dass ich ihnen erzählen kann von deiner Liebe, die du mir schenkst. Ich möchte wieder umkehren und ich bitte dich, segne du mich und jeden Einzelnen, der das hört. Im Namen Jesu. Amen.